Servus, Harry. Freut mich, dass wir uns jetzt hier treffen. Du bist ja in Bratislava oder Prag oder wo bist du jetzt gerade? Auf Ich Tour? bin im Moment in Bratislava und wir hatten gestern ein ausverkauftes Konzert. Es war eine große Stimmung. Und am Montag war mein Geburtstag am 18. März, mein 70er. Wünsche ich Da dir hatte ich alles das Gute, ja. Konzert. Danke vielmals. Da hast du mir eh schon per E-Mail gewünscht. Und die Glückwünsche nehme ich gern an. Ja. Wir hatten am Montag in Borgia Pes auch sehr, sehr viele Besucher und viele Online-Gäste. Und ich bin echt stolz und ich freue mich, dass wir im April bei dir spielen mit meinem neuen Projekt. Eine Frage zu deinem Geburtstag. Also du bist jetzt 70, also ich bin 2 Jahre älter. Wie lange stehst du schon auf den Bühnen? Bist du jetzt schon, hast du schon angefangen mit vielleicht Rockmusik und Ähnlichem mit 16, 15, 14 oder hat das erst später begonnen, dass du auf die Bühne gegangen bist? Na, ich würde sagen, so ist es ziemlich genau, ziemlich genau 50 Jahre, also so im Alter von 20, 21, da war 20, da war ich schon, da bin ich schon auf die Bühne. Ich habe eine kleine lustige Geschichte, wenn euch das Ja, interessiert. bitte. Mein erstes Konzert. Ich bin aufgewachsen in einer Family, wo mein Vater Ziehharmonika gespielt hat, mein jüngerer Bruder Rumba-Kugeln gespielt hat, die Mama hat gesungen und ich habe in der Volksschule Blockflöte gespielt und irgendwann sagt mein Vater, der mit der Ziehharmonika immer mitgespielt hat, ich mit meinem Vater mitgespielt, möchtest du eine Klarinette? Da bist du dann viel lauter als ich. Habe ich gesagt, ja, das möchte ich. Und ich kann mich erinnern, dass wir, möglicherweise war ich da so 10 oder 11 Jahre alt, waren wir in einem Skiurlaub und da hat irgendwie in dem kleinen Hotel irgendwie zu Silvester so eine kleine Band gespielt. Und die spielen da und ich stehe da als kleiner Bub davor und die sagen, was willst du denn, Burli? Und ich habe gesagt, ja, ich spiele auch. Sagt er, ja, was spielst du denn? Sage ich, Klarinette. Und da habe ich mir die Klarinette geholt und habe Blueberry Hill gespielt. Und da habe ich hier einfach raufgehoben und mitgespielt. Das war mein erster Auftritt. Ich würde sagen, das war 1965, 64 oder 65. Na ja, genau, ich war so 10 oder 11 Jahre alt, 10 Jahre alt. Na, sagen wir, die richtige musikalische Laufbahn als Profimusiker, oder wo du das angesteuert hast, warst du dann 20 oder, weil du sagst, 50 Jahre, ne? Würde ich so sagen, ja. Ja. Also da müsste ich irgendwie ziemlich genau recherchieren. Und ja, so circa passt das. Also du kommst ja zu uns, also du hast ja verschiedenste Besetzungen, du kommst mit der Groove Unlimited. So ist es, In ja. dem Fall also mit einer Besetzung, die du nicht auf der ganzen Tour spielst. Also ich habe eine ziemlich große Tour mit deinem 70er auch, mit verschiedenen Bands, also nicht nur mit dieser Band. Und da spielt unter anderem der Jojo Lackner und der Chris Parker mit dir. Möchtest du kurz vielleicht zu den zwei Musikern was sagen, speziell weil der Chris Parker ja jetzt ja, Herbert Birker für ein paar Konzerte dann ersetzen wird. Ja, Substitut. also es ist immer in meiner ganzen Laufbahn schon seit Anfang gewesen, dass The Funky Side of Harry Sokol, also das war immer, ich bin ein sehr, man hat viel über mich geschrieben, auch Rhythmik ist für mich immer ein elementarer Grund, also eine elementare Basis meiner Herzensmusik. Österreich hat ja sehr viele, wenn man vom Wiener Lied ausgeht, eine sehr melancholische Melodien und auch in der Klassik sind Melodien, sehr Harmonien und Melodien sehr grundlegend in Europa. Die Rhythmik, die kommt ja viel von der afroamerikanischen Musik, wo man sagt, und mich hat die Rhythmik immer sehr begeistert. Ich war immer ein rhythmischer Mensch. Ich habe sogar in meiner jüngeren Laufbahn auch Conga spielen gelernt. Und The Funky Side of Harry Sokol,
Groove Unlimited. Das sind Kompositionen von mir und die sehr rhythmisch angelegt sind. Ich würde sagen, Zawinul war auch ein ganz wichtiger österreichischer Jazzmusiker. Ich habe ihn sehr gut gekannt, der auch in der mit Weather Report und mit Zawinul Syndicate ganz ausgesprochen in der konkret auch in der Rhythmik auch seine Wichtigkeit hatte. Melodisch und großartige, also sehr aufwendige Melodik hat Zawinul auch nicht gehabt. Also das waren hauptsächlich rhythmische Aspekte. Und ich habe auch mit seinem Bassisten, der 10 Jahre lang mit ihm gespielt hatte, mit Gerald Wisley, auch in meinem Projekt im Quintett viele Sachen auch gemacht. Also Okay. Groove Unlimited ist the funky side of Harry Sokol und da freuen wir uns ganz besonders. Und warum Chris Parker? Herbert Birker ist ein wirklich einer unserer Spitzendrummer in Österreich. Ich würde sagen, the modern way of drumming. Und da Herbert nicht überall kann, habe ich gesucht in der österreichischen Szene die letzten Monate nach einem Drummer, der auch the modern drumming expliziert auch in diese Richtung spielt. Und da habe ich mehrere Tipps bekommen und wir haben Sessions gemacht. Ich habe Sessions gemacht, zuerst im Duo und dann im Trio mit Chris Parker und das passt ganz genau. Also Chris ist wirklich heavy shit, wenn man so sagen will. Ja. Also man könnte sagen, dass der Groove eine ganz essentielle Geschichte ist in deinem musikalischen Leben. Einer meiner essentiellen Ja, genau. Geschichten. Ja. Wenn man die ganzen Solos vom Wiener Art Orchester, da gibt es eine eigene Seite, wo für jeden Musiker, der im Art Orchester als Solist gespielt hat, unter anderem auch von mir, wo 23 Jahre, 23 Solos zu hören sind. Weil du gerade das Wiener Art Orchester ansprichst, das Wiener Art Orchester hat ja zuerst LPs noch herausgegeben und die sind ja teilweise auch sehr groovig. Also inwieweit hast du da eine Rolle gespielt? Mir hat jemand einmal gesagt, dass du in den Arrangements sehr viel mitgearbeitet hast oder getan hast oder bestimmt hast. Inwieweit hat da der Groove, der da sehr, sehr bestimmend ist und da ganz toll ist und deswegen auch sehr geliebt wurde vom Publikum, inwieweit hast du mit dem zu tun? Also die allererste Platte, wo ich drauf bin, die eigentlich im Prinzip auch die erste Veröffentlichung war vom späteren Vienna Art Orchestra, was Premier Orchestra de Art de Vienne ganz am Anfang die heißt Jesusna. Und das ist eine Single, die im Schmetter-Soundstudio aufgenommen worden ist. Und das ist sozusagen die erste Veröffentlichung vom späteren Wiener Art Orchester. Ein Jahr später hat es dann Wiener Art Orchester geheißen. Ja. Und es war am Anfang, würde ich sagen, ein sehr improvisiertes Orchester. Es hat Anweisungen gegeben, da hat es einfach geheißen, Solos für drei Saxophone oder Solo für die Rhythmiker. Also es war nur im Liedsheet einige rhythmische Anweisungen oder melodische Anweisungen, aber es waren nicht wie so im späteren Verlauf des Wiener Art Orchesters, hat Matthias immer mehr und mehr ausgeschrieben, bis zum absoluten, wie ich will mal sagen, zum absoluten Wahnsinn, wo ich in den letzten Jahren vom Wiener Art Orchester an einem Stück 3 Monate gearbeitet habe. Okay. Also, was jetzt die Groove in dem Sinn betrifft, ist das für mich in meiner Musik, gibt es nicht was Wichtigeres. Es gibt auch im Leben nicht wichtiger trinken oder essen Ja, genau. Das oder verstehe ich, ja. schlafen. Es gibt Das nichts verstehe ich, ja. Wichtigeres, weil es hält sich alle drei Elemente, halten sich die Waage wie Melodie, Harmonie und Rhythmik. Wenn ich das so sagen darf, ja.
Zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Also du bist ja unter anderem Cola-Preisträger und man sagt, dass du sozusagen die Cola-Familie weitergeführt hast und das gibt es jetzt sozusagen die Sokal-Ära oder sowas ähnliches. Meine Frage ist das, ich komme ja sehr aus dem Free Jazz heraus und war also im Vorstand von unserem Verein ist zum Beispiel Vegeta Glavischnik. Kennst du also Neighbors? Ich habe also mit den Reform Art Unit Leuten immer viel zu tun gehabt und ich bin also sehr in dieser Szenerie. Hast du das Gefühl, dass also in Österreich diese Tradition, die also sehr Avantgarde-Geschichte, die ja auch im Wiener Art-Orchester zu Hause war teilweise, wird die bei uns eigentlich noch wirklich gepflegt oder nicht? Also mir geht sie ein bisschen ab, also ehrlich gesagt. Also ich bin zum Beispiel sehr verbunden den Tschechen. In Tschechien zum Beispiel ist es Anthony Braxton sind zwei Opern aufgeführt worden. Also dort gibt es also eine riesige Gruppe von Leuten, die also ganz frei spielen, frei improvisieren, Free Jazz pflegen und so weiter in Prag, Brünn und Ostrava. In Österreich geht es mir ein bisschen ab. Was würdest du zu dieser freien Szene sagen, also in Österreich? Ich würde Folgendes dazu sagen, dass der Beginn des Wiener Art-Orchesters, Franz Kogelbaum, war ein wichtiger Teil vom Wiener Art-Orchester. Absolut, Und ja. Franz Kogelbaum, der kommt aus dieser Free-Szene. Und ich hatte auch in meinen Anfängen, also Kogelbaum ist ein wichtiger Botschafter in der freien Musik von Österreich. Er war der Trompeter am Anfang vom Wiener Art Orchester und er hat mich sehr inspiriert. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo ich als junger Spund, Franz ist sicher um einige Jahre älter als ich, und ich zu dieser Zeit hatte ich John Coltrane sehr intensiv studiert, unter anderem Giant Steps, was ein Parcourslauf an Harmonien für Saxophonisten eine Apokalypse ist. Sehr schwieriger Song, der sehr schnell ist. Und ich habe Franz gefragt: Hey, Franz, können wir Giant Steps einmal spielen im Jam Session? Und der Franz hat: Ja, das können wir gern spielen. Und die Rhythmusgruppe hat fantastisch gespielt. Und Franz ist einer, der eigentlich nicht so wirklich, also der eigentlich. Die Melodien, er schwimmt, er fliegt auf den Melodien. Und Franz hat wahnsinnig über Giant Steps gespielt und ich war eigentlich derjenige, der die Harmonien analysiert hat. Und ich habe dann Franz gefragt: Hey Franz, das war ein Wahnsinn, was hast du da irgendwie alles, was hast du denn da gespielt über Giant Steps? Ja? Ich habe das einfach so gefühlt. Also Franz hat mich sehr, sehr inspiriert am Anfang des Wiener Art Orchesters. Und ich kann mich erinnern, dass ich in meinen jüngeren Jahren mit Gerhard Herrmann, der war der Schlagzeuger von Leszek Sadlo, Gerhard Herrmann, und mit einem Bassisten ein Trio gehabt habe, das hat Vogelfrei geheißen. Und das ist auch ich kann jetzt auch nicht sagen, also freie Musik, Free Jazz oder rhythmischer Jazz oder welche Stilrichtung oder klassischer Jazz oder Funk Jazz oder Rock Jazz. Für mich ist einfach Improvisation und Musik hat alle Elemente drinnen. Und ich hatte damals ein Trio mit Gerhard Herrmann, mit dem damaligen Bassisten vom Leszek Sadlo. Das Trio hat geheißen Vogelfrei. Und dazu kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe Coltrane studiert und habe aber auch freie Musik gemacht und hab einfach nur Melodien gespielt. Was ist freie Musik? Was heißt freie Musik? Wenn ich jemand frage, spiel freie Musik, was ist das? Na, spiel, was du willst. Spiel, was du willst. Ja, was willst du denn überhaupt? Na, ich weiß nicht, was ich will. Ja? Also, du musst einmal zuerst wissen, was du willst. Was heißt freie Musik? Was ist. Sicher, Braxton und das Trio Vogelfrei war echt super. Gerhard Herrmann hat gesagt: Spiel, spiel einfach, spiel alles. Und Rabel hat der Bassist damals geheißen, Rabel, der lebt sicher noch, der macht sehr viel Computermusik. Günter Rabel,
Günter Grabl hat gesagt, keine Harmonien, keine Akkorde, einfach atonal, atonal. Ja, also nicht Zwölftonmusik, aber atonal. Da gibt es auch unterschiedliche. Was ist Zwölftonmusik und was ist atonal? Ja? Was ist tonal und was ist atonal? Oh, spiel atonal. Okay. Habe ich atonal, also quasi viele Intervalle und Intervallsprünge. Und dann plötzlich hat Gerhard Herrmann gesagt, Harry, spiel einfach, was du willst. Dann habe ich einfach wieder Coltrane gespielt und dann hat der Günter Raul gesagt, atonal, dann habe ich wieder atonal gespielt. Ja? Also das ist die Geschichte zu dem Trio Vogelfrei. Ja, es ist vielleicht die Geschichte überhaupt zum freien Spiel und zur Improvisation. Ne? Also, was heißt freies Spiel? Was heißt, ja, ich sage, es hängt jetzt mit der frage ich mal einen Persönlichkeit. Journalisten, was heißt freies Spiel? Na, es hängt mit der Personalität. Jetzt drehe ich mal den Spieß Menschen. um. Entschuldigung. Ich sage, es hängt mit der Personalität des Musikers ab und der muss wissen, was er will, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gesagt, er muss wissen, was er will und dann geht er in diese Musik rein und es hängt davon ab, mit wem er spielt, wer seine Partner sind, etc. etc. Also es ist ja kein freies Spiel, ist ungefähr so, wenn die Antwort ist ungefähr so genau oder ungenau, wie wenn du fragst, was ist Liebe? Ne? Kannst du auch nicht Ja, sagen. Liebe, das ist ein sehr guter Ausdruck. Ja. Liebe kann man nicht lernen, Liebe kann man nur erfahren. Ja, genau. Gut. So ist das in der Improvisation auch. Man kann Genau. bis zu einem gewissen Grad Improvisation lernen, man kann Harmonien lernen oder sich von dem verweigern und unter dem Kopfpolster dann Miles Davis hören und dann auf der Bühne sagen, ich spiele keine Harmonien und keine Akkorde. Aber Liebe kann man erfahren. Ja. Man kann es zu einem gewissen Grad Improvisation lernen, aber Improvisation und Feeling in der Musik, Feeling, kann man erfahren. Und Genau. aus Erfahrungen lernen wir, das sind Zustände, wo wir uns daran erinnern, wo wir versuchen, wieder in diese Zustände anderswertig hineinzufliegen und hineinzukommen und das wieder zu erleben. Und das ist das, was das Publikum ja eigentlich auch bei einem Konzert will. Das Wiedererleben, wo dann irgendwie der Musiker auf der Bühne unglaublich tolles Solo spielt und alle stehen auf und klatschen und sagen, ja, das war's. Das ist das gemeinsame Erleben. Das ist eine Erfahrung, ein Zustand. Ja. Na, auf jeden Fall ist es so, also wir sind jetzt hier, kann man sagen, einer Meinung. Freut mich dann sehr, wenn wir uns dann sehen. Ja. Wann ist das? Samstag, der 6. April. Sehen wir uns dann in Heiligenkreuz im Gasthaus Bummer bei Limitation ist. Und wirklich, also ich bin schon sehr, sehr neugierig, was jetzt du also mit diesem Trio dann machen wirst und was wir da also erfahren werden und erleben werden. Ja, danke, dass wir uns da getroffen haben und noch einen schönen Tag in Bratislava. Ja, vielen Dank. Möchte noch etwas dazu anfügen. Und zwar das gemeinsame Erleben ist oft überrascht werden. Und das ist jetzt nicht unbedingt in der sogenannten atonalen Musik, in der atonalen Improvisation oder in der tonalen Improvisation. Sondern überrascht werden. Manchmal überrasche ich mich selber. Genau. Ja, ich freue mich schon sehr auf Heiligenkreuz und ich glaube, dass wir nicht nur das Publikum und dich, sondern auch uns selbst überraschen werden. Das ist natürlich das Beste, was man sich überhaupt noch wünschen kann. The funky side of Harry Soko. Okay. Also dann, bis demnächst in diesem Theater hier. Ciao. Ja, wunderbar, Ja, danke. danke. Ciao, ciao.